fertig mit dem Einkaufen, okay? Und direkt danach, nach dem Supermarkt, laut mir mehr oder minder ein Jugendlicher aus. Er kommt mit dem Klemmgurt in die Hand. Das Papier ist durchgerollt und verwaschen. Und natürlich hat er einen Teil auch. Genau. Und das ist irgendwie das Blablabla Dingenszucht hier, Spendenaktion für Behinderte, ist hier in der Nähe. Ja. Und ich dachte, es geht nur um Unterschriften sammeln. Mir wird nichts erklärt. Mir wird halt einfach was in die Hand gedrückt und unterschreiben. Ja, mehr oder minder. Ja, okay, unterschreibe ich mal für gute Sache. Dann sehe ich in der letzten Zeile, 1 Euro. Ja, man soll spenden. Okay, dann spende ich 2 Euro. Dann werden die 2 Euro abgelehnt, weil man muss 20 Euro spenden. Denke ich mir, das ist eigentlich der ideale Scam, weil du kommst als Scammer daher, aber mit so falsch ausgedruckten Dingen zu so. Ja. Und genau, verlangt praktisch Geld. Schon genial. Ich frage mich, ob er die Einwilligung hat. Weder, dass er mir etwas erklärt, noch dass er sagt, das ist ein variabler Betrag. Nein, das müssen 20 Euro werden. Du musst unterschreiben und es muss kaufen. Und das ist schon genial, Mann. Und wow. Was soll ich sagen? Dementsprechend habe ich natürlich 2 Euro gegeben und dann hat er mir wieder die 2 Euro so zurückgedrückt, so nach dem Motto, nee, kannst du behalten, Meister. Ah, okay, ich bin gezwungen, 20 Euro zu spenden. Denk mir auch, fuck you. Das ist wie manche Leute bei Bettler oder Tafel. Nein, ich bin zu höherem aus der Kopf. Oh, ich nehme doch kein Silber. Gold oder Platin für mich. Was anderes kommt mir nicht in die Tasche. Ne? Denk mir auch, fuck you, Alter, fuck you. Dann ist eine Zeit für Scheiße fressen, Diggi. Ne? Aber die sind behindert, aber sozial. Und die 20 Euro hast du. Ja, stimmt schon, das geht ums Prinzip, Mann. Wenn man auf Charity oder Wohltätigkeit angewiesen ist, dann sollte man variable Beträge entgegennehmen können. Wenn es denn nicht der Fall ist, erstens, dann fick dich. Zweitens, genau, vorausgesetzt, das war eben halt dann kein Betrug, weil eigentlich ist das ziemlich geile Geldmacherei. Du drückst dir dieses Papier aus. Warum auch immer das so doch welt und doch nett war, das sieht aus, als hätte man kurz das paar Mal anregnen lassen. Oder weiß ja nicht, vielleicht ist irgendwelche mit Dings und Mafia und dann muss es gerne entzweifeln, ansonsten, ne, wenn ihm die Kniescheibe gebrochen. Man springt Punkt ist halt, du weißt nicht, ob es ein Scam ist oder nicht, und das macht das alles umso unseriöser. Da kann ich noch eher so einen Infostand verstehen, wo dann 2 oder 3 Leute dahinter stehen, die dann im Idealfall auch Deutsch sprechen oder allgemein Signale kommunizieren, außer Klemmbrett in der Hand drücken und unterschreiben, dann wird Geld ja. Das ist hochgradig asozial, fuck off. Ich hoffe, das Geld liegt auf, Digi, und wie gesagt, der gebrochene Kniescheiben von irgendeiner Partei. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen extrem, aber ja. Ne? Lass dich überstreiten. Jo. So viel dazu.